Moin Moin und Hallo, willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar in dem Video zeige ich euch die 5 besten Items, die ihr euch ganz einfach im Turm kaufen könnt. Und diese 5 Items, die ich euch zeige, die haben es wirklich faustig hinter den Ohren, weil sie sind top. Sie sind wirklich top. Man könnte sie kaum besser gedroppt bekommen. So, fangen wir auch direkt an mit Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist eine Handfeuerwaffe. Diese findet ihr beim KDZ, also beim Kriegskult der Zukunft. Die Nichtigkeit. Es ist eine Handfeuerwaffe mit extrem hoher Schlagkraft, ausgeglichener Feuerrate, sehr hoher Stabilität, einer sehr guten Reichweite und einem sehr guten Nachladegeschwindigkeit. Also man kann an dieser Handfeuerwaffe eigentlich gar nichts aussetzen. Das einzige Manko, was es hieran gibt, ist, dass Handfeuerwaffen momentan extrem schwach sind. Dass man sie quasi nicht mal auf die gleiche Distanz benutzen kann wie Automatikgewehre. Aber nichtsdestotrotz ändert das nichts an der, also an den Perks dieser Waffe. Und man kann sie halt hier so kaufen, wie ich es gerade euch zeige. Und sie ist wirklich top mit den Fähigkeiten, die sie hier besitzt. Kommen wir nun zu Nummer 4. Die Nummer 4 finden wir beim Schmelztiegel Quartiermeister. Und zwar birgt der hier eine nette Perle, und zwar ein sehr gutes MG. Dieses MG hat eine hohe Schlagkraft, nicht die höchste, aber eine hohe Schlagkraft, und hat ebenfalls nochmal sehr viel Stabilität und hat eine ausgeglichene Größe im Magazin, also sehr empfehlenswert, diese Waffe, vor allen Dingen auch mit den Perks, die sie hat. Entweder kann man sie auf Nahkampf spielen mit aggressiver Ballistik oder etwas mehr auf Distanz durch Feldchoke oder Linearkompensator. Zudem hat es auch eine sehr gute Fähigkeit: falls ihr im roten Bereich seid und einen Kill macht, könnt ihr Leben zurück regenerieren. Also so eine Art Light-Version von Roten Tod. Und eine weitere interessante Fähigkeit, und zwar versteckte Hand. Das Ganze erleichtert auch nochmal das Zielen auf den Kopf. Das heißt, ihr bleibt dann beim Zielen, also beim Wischen über den Kopf, etwas mehr stehen. Dadurch ist es sehr viel einfacher, nonstop auf den Kopf zu schießen. Kommen wir nun zur Nummer 3. Die Nummer 3 ist ein Impulsgewehr von der Vorhut. Das heißt, ihr könnt die beim Vorhut Quartiermeister kaufen. Dieses Impulsgewehr hat nicht nur wirklich geile Perks, sondern hat auch einen guten Hilfsperk und hat noch eine besondere Fähigkeit: weil dieses Impulsgewehr von Hecke kommt, hat es einen zusätzlichen Schuss im Burst. Das heißt, es ist ein 4-Schuss-Burst-Impulsgewehr. Das Ganze hat auch noch Vollautomatik und hat noch die Fähigkeit Kopfsucher. Kopfsucher macht, dass wenn ihr Körpertreffer landet, automatisch eure nächsten Präzisionstreffer mehr Schaden verursachen. Plus den Perk vollautomatisch ist sehr angenehm, weil ihr könnt sehr schnell viele Schüsse mit dem Impulsgewehr hier setzen. Und zusätzlich habt ihr noch in den mittleren Perks bei diesem Impulsgewehr Stabilitätserhöhung. Entweder relativ wenig Stabilität oder extrem viel Stabilität. Es ist je nachdem, wie man die Waffe spielen mag. Wenn man auf schnelleres Nachladen steht und ein bisschen mehr Stabilität braucht, dann kann man dementsprechend das hier machen. Kommen wir nun zur Nummer 2. Die Nummer 2 ist eine Sniper. Und zwar eine sehr gute Sniper, wie ich finde. Quasi mit den besten Perks, die man momentan für eine Sniper bekommen kann. Und zwar die leere Blick. Warum diese Sniper auch noch extrem gut ist: weil sie halt eine sehr hohe Schlagkraft hat. Das heißt, sie fügt hohen Schaden zu. Hat auch noch wirklich Top-Visiere dabei. Und die Fähigkeit dreifach macht, wenn ihr 3 Präzisionstreffer landet, bekommt ihr einen Schuss wieder ins Magazin. Das heißt, diese Waffe hat eigentlich kontinuierlich mindestens 5 Schüsse im Magazin. Und Mulligan ist ganz gut, falls ein Schuss daneben geht, jeder 5. Schuss ungefähr kehrt ins Magazin zurück. Plus die Fähigkeit nochmal perfekte Balance. Das ist wirklich sehr gut, weil dadurch reduziert ihr euren Rückstoß sehr stark. Also ihr merkt es schon, dass ihr perfekte Balance drauf habt.
Kommen wir nun zur Nummer 1. Die Nummer 1 finden wir beim Toten Orbit. Und zwar, das ist eine Primärwaffe, die ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Und zwar, das ist das Scoutgewehr Unendlichkeit SR4. Es ist grandios, also dieses Scoutgewehr. Es hat es wirklich in sich. Die Perks sind top. Erstens dreifach, zweitens ihr könnt Magazin erweitern und drittens ihr habt noch Feuerball. Feuerball ist gut für kleine Gegner. Die Fähigkeit dreifach plus die plus den Hilfsperk, dass ihr mehr Schüsse magazinet, also 20, ist wirklich extrem gut, um auf Endbosse zu schießen, weil dann habt ihr nämlich effektiv durch diese Fähigkeit, wenn wirklich alle Treffer in den Kopf gehen, habt ihr einfach mal 29 Schuss im Magazin. So, an der Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao.